Letztes Mal in Transport Fever 2. Aber hinter unserem Piloten ist noch so ein kleiner Karton frei, gell? Also theoretisch könntest du da noch jemanden reinsetzen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee wäre. Und nun zurück in die Firma. Gut, dann schauen wir mal. Ich beschleunige mal noch ein bisschen weiter, damit wir hier durchkommen. Das sollte ja funktionieren, das ist im Einzugsbereich, ne? Und hier vorne das sowieso. Ja, soweit alles gut. Kommen unsere ersten Maschinen. Eigentlich unser zweiter Zug hier hinten. Der wird dann wieder kurz warten müssen. Vermute ich. Ja, ja. Aber nur kurz, wie es aussieht. Und hier warten jetzt 4 Maschinen. Na, das ist nicht viel. Hätte man mehr anliefern müssen. Den Zug ja auch klonen. Ich denke mal, die werden weiterhin die Waren akzeptieren. Dann machen wir mal einen Klon. Gucken mal, der fährt wieder in die falsche Richtung. Einmal drehen bitte. So, dann liefern wir auch direkt mehr an. Ich hätte auch einfach den Zug vergrößern können, aber naja. So, das muss der aber hier warten, ne? Bisschen blöd. Aber das nützt nichts. Der kommt jetzt hinterher. So, jetzt haben wir hier 18 Maschinen. Das dürfte genau reichen dann. Ich weiß nicht, ob was transportiert wird. Oder ob das schon alles abgeliefert ist. Das sieht alles aus wie abgeliefert. Der wartet dann halt auch wieder hier. Das sind jetzt nur noch 16, das waren doch gerade noch 18. Achso, nee, 16 sind geliefert und 18 kommen jetzt nochmal, ne? So, die Frage ist, können wir die Engstelle hier noch irgendwie ein bisschen verbessern? Aber ich glaube, für einen Moment jetzt nicht. Müssen wir später mal gucken, ob sich da noch was ergibt. Wobei, wir könnten eigentlich auch problemlos hingehen. Wenn wir hier rausziehen. Was ist denn jetzt hier? Und bauen das noch zweigleisig aus. Dann haben wir noch eine Ausweichstelle.
So, hier bräuchte man ein Fahrsignal und dann in der Mitte vielleicht noch einen Block. Die Linie müsste das verstanden haben, ja, hat sie auch. Und dann dürfte es beim nächsten Mal ein bisschen schneller gehen. So, du bist ein Stahlzug, du bist dann vermutlich der Maschinenzug, genau, und du bist auch ein Stahlzug. Das heißt, das müsste sich jetzt so einpendeln, dass wenn der im Bahnhof steht, dass der gleich raus kann und nicht warten muss. Gleich wirst du dich mit den Amerikanern messen. Allerlei neugieriges Volk will sich dieses Spektakel ansehen. Okay, 30 Schaulustige, die zur Veranstaltung nach Le Mans sollen. Okay. Es ist die Frage, machen wir da eine Kutschenlinie bzw. eine Buslinie oder nehmen wir eine Bahnlinie? Wir könnten eine Bahnlinie nehmen, aber bräuchten sowieso einen zweiten Bahnhof. Ach komm, das machen wir diesmal mit Bussen. Wo ist denn hier der Wohnbereich? Hier vorne, ha? Sieht mir aus, als wäre das alles... Ja, genau. Das hier ist alles Wohnbereich. Und bauen wir uns doch hier mal ein paar Haltestellen. Fahren wir noch hier durchs Industriegebiet zurück. Nehmen das da hinten als Wendeschleifer. Und fahren dann hier runter. Halten mal hier an. Wo halten wir noch? Hier eventuell. Und einmal hier. Das sollte uns eine gute Abdeckung geben. Bauen wir uns mal eine Linie. Die Frage ist... Das Bijou des Louvre, das Bildnis der Mona Lisa ist entwendet worden. Die Museumsverwaltung ist verzweifelt. Finde das kostbare Gemälde und mache die Verantwortlichen dingfest. Okay. Die Spur führt zur Stimme von Kunstschaffenden. Sie sollen das Bild aus Protest gegen das altmodische Kunstverständnis der Elite geklaut haben und sind in Reims zu finden. Ah, Reims nennt sich das. Okay. Gut, also unsere Linie steht. Ich mache auf jeden Fall erstmal nur so ein, das hier in der Stadt als Wendestelle sozusagen. Und das ist jetzt ein Intercity-Bus. Von Paris nach Le Mans. Und da brauchen wir jetzt natürlich ein paar Fahrzeuge auf der Linie. Hier oben haben wir ja schon ein Depot. Passagiere. Ein Landauer. Ja, nehmen wir einen Landauer, der ist ein bisschen schneller. Stellen wir mal 10 in Dienst. Auf geht's. So. In Reims. Falscher Alarm. Die Kunstschaffenden behaupten, Sie verehrten die Mona Lisa. Vielmehr seien die Schuldigen im Umfeld italienischer Patrioten nahe Dover zu suchen. Sie wollen das Gemälde heim nach Italien bringen. Tja, na prima. Dover. Dover? Ach, hier drüben, ja stimmt, das ist ja auf englischer Seite. Calais ist ja die französische Seite. Ja, Fähre Calais-Dover habe ich auch schon genommen. Wollen nichts mit der Sache zu tun haben. Zufällig will einer von ihnen neulich nachts nahe des Louvre eine Gestalt gesehen haben, die etwas unter ihrem Mantel verbarg und eilends den Zug Richtung Le Mans bestieg. Also ich war schon im Louvre,
Und ich muss ja sagen, die Mona Lisa hängt da in einem ganz schön großen Raum, ne, wo nichts weiter ist als die Mona Lisa. Also das, ich weiß nicht. Ich war da ein bisschen enttäuscht. Ein im Museum angestellter Handwerker war es, der das Kunstwerk klaute und bei sich zu Hause in der Wand versteckte. Er hatte sich unsterblich in das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa verliebt. Okay, das war jetzt wieder eine einfache Nebenaufgabe. Gut, dann können wir hier mal wieder beschleunigen. Schauen mal, dass wir die 30 Gäste da zur Veranstaltung bringen. Wie sieht es eigentlich aus? Sind unsere Linien eigentlich wirtschaftlich? Ja, die Stahllinie noch nicht so richtig. Aber das dürfte noch werden. Es könnte auch sein, dass die Lok einfach zu teuer ist dafür. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte diese beiden Züge hier ändern und statt dieser Lokomotive hätte ich gerne die G3 vorne dran. So, dann ändern wir die mal, dann dürften die ein bisschen günstiger fahren. Mal gucken, dann sollten wir hier auf jeden Fall auf kurz oder lang auch in Profit kommen. Oh, na gut, dass die Buslinie noch keinen Profit macht, ist soweit klar. Ah, hier kommt der erste Bus und der ist schon randvoll mit Fahrgästen. Und die hier wahrscheinlich noch nicht, weil die fahren direkt hier rüber. Ist aber nicht so schlecht, tut der Verteilung gut, aber hier sitzen die ersten Fahrgäste drin. Und halten so schön hier einen Autoverkehr auf. Ja, so ist das meistens. Hier ist aber richtig was los, gell? Da könnten wir eigentlich sofort hingehen und könnten alle auf der Linie sich befindlichen Fahrzeuge klonen. Das reicht locker. Ihr wartet einiges. Oh ja. Also wir wollen viele reisen. Hält jetzt hier schon jemand an von denen? Ja, einer. Tatsächlich. Nimmt gleich mal die 6 Passagiere mit, die er mitnehmen kann. Das sieht doch ganz gut aus. Ich denke mal, die Linie dürfte auch auf jeden Fall profitabel werden. Und unsere zweite Ladung Fahrzeuge kommt hier gerade. Aber hier könnten wir mal hingehen und könnten mal jeden zweiten umdrehen. So, da verteilt sich das ein bisschen besser. So, das erste Publikum ist schon gewertet hier. Das ist schön. So, wie sieht's hier aus? Jawohl, unsere Stahllinie geht jetzt auch langsam in den Profit. Und das sollte eigentlich auf kurz oder lang auch mit unserem Intercity-Bus hier passieren. Ja, jetzt ging es hier richtig hoch. Na also. Zeige, dass du mehr kannst als die Amerikaner und fliege einen besonders wagemutigen Kurs. Okay. In Le Mans und lande auf 2 verschiedenen Flugplätzen. Gut, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Dann passen wir unsere Testflugroute an. Von Paris nach Le Mans. Wir fliegen da eine 8. Ne, dann machen wir das anders. Dann fliegen wir von Le Mans nach Paris. Genau. Ne, das war nicht Paris.
nach Paris. Achso, der muss so fliegen, okay. Und dann nach da und dann wieder nach Paris und dann fliegt man wieder nach Le Mans. Ja, gut. So, haben wir vielleicht ein neues Flugzeug? Nee. Kaufen wir trotzdem mal nur eins. Weil Passagiere transportieren können wir damit ja sowieso nicht. Ja. Der hat ja nur eins Kapazität. Und das ist der Pilot, so wie das aussieht. Wobei, nee. Wir könnten theoretisch einen Fahrgast mitnehmen. Na gut, im Einzugsbereich sind wir auf jeden Fall. Damit nicht, aber damit. Ja. Vielleicht kommt ja doch der ein oder andere Fahrgast, der sich dahin verirrt und sieht es denn hier eigentlich aus? Naja, gut, hier haben wir keinen Anschluss. Hier vermutlich auch nicht so richtig, ne. Also die Flughäfen sind noch nicht so richtig angeschlossen. Hallo? Ach, jetzt hängt wieder meine Tastatur. Ich weiß nicht, was das in dem Game ist. Das ist das einzige Game, wo mir das passiert, dass eine Taste vom WASD-Block irgendwie ab und zu hängen bleibt. Mal einen Bug-Report machen. Weil ich glaube nicht, dass das gewollt ist und ich habe Zweifel, dass das an mir liegt, weil an meinem Setup. Es passiert wirklich nur in Transport Fever 2, ansonsten nirgends. Wäre seltsam. Gut. Parcours fliegen, das ist gerade im Gange. Wo ist denn unser Flieger? Hier. Ist auf jeden Fall flink unterwegs, der Kollege. Den ersten Abschnitt haben wir schon. Lenkt mal den Lokführer nicht so sehr ab. Nicht, dass der ein Signal übersieht. Ein ziemlich niedriger Flug. So, jetzt müssten wir es ja mit Ankunft hier eigentlich erledigt haben. Dein Flugzeug beschreibt die elegantesten aller Kurven. Die Yankees platzen vor Neid und die Kundschaft steht schon Schlange. Okay, also sollen wir es wieder verkaufen. Na gut, dann verkaufen wir es wieder. Nach dem Erfolg in Le Mans steht nun das größte Wagnis der Luftfahrtgeschichte bevor. Der Sprung über den Ärmelkanal. Die Zeit drängt. Konkurrent Hubert Latham ist bereits am Start. Doch dein Freund Blériot wird ihm zuvorkommen. Er entwickelt gerade ein neues Modell, speziell gefertigt für dieses Unterfangen. Der Rumpf des Flugzeugs muss leichter und aerodynamischer werden. Dies erfordert eigens gefertigte Holzteile. Ach hier. Von hier. Gut, ja, das ist nicht das Problem. Da können wir eigentlich unsere vorhandene Linie mitnutzen. Ich sag ja, das war gar nicht so schlecht, dass wir ein bisschen vorbereitet sind. Wir konfigurieren uns den jetzt mal um. Setzen hier ein zweites Gleis dran. Das reicht aber als Durchgangsgleis an der Stelle. Und dann gehen wir mal hin. Gucken mal, klappt das so schon? Naja, annähernd. Und dann müssen wir irgendwie hier runterkommen. Zu dieser Holzfabrik. Da braucht man aber nur ein Terminal, denke ich. Der Konkurrent Hubert Latham ist dir dichter auf den Fersen, als du dachtest. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, überquert er den Ärmelkanal vor dir. Doch Wunder gibt es immer wieder. Notfalls muss man halt etwas nachhelfen. Ja, wie ihr hört, das ist nicht das Flugzeug, was ich hier verkauft habe und als Geist noch umherschwirrt. Das ist der Helikopter, der hier am Krankenhaus gegenüber anfliegt. Ja, ich krieg meine Wohnung im Moment nicht dichter, als sie im Moment ist. Dementsprechend müssen wir durch sowas ab und zu mal durch.
Okay, das klappt hier mehr schlecht als recht an der Stelle, glaube ich, oder? Das ist mir ein bisschen zu steil, um ehrlich zu sein. Nee, das will ich so nicht. Wir lassen den Bus mal hier kurz durch. Und dann machen wir mal Pause. Und nehmen hier mal ein Stückchen Straße raus. Dann lege ich nämlich erstmal das Gleis. So, das würde hier rangehen. Und dann senken wir das mal noch eine Stufe ab. Und können dann hier mit einer Straße wieder drüber. Das war eine kleine, oder? Ja. So, das hebt mal eine Stufe an und dann klappt das nämlich auch. Ja, wobei, ob das jetzt eine intelligente Sache war, weil wir wollen ja noch ein zweites Gleis haben. Na, aber es scheint zu funktionieren. Ja, ja, der nimmt dann den einen Pfeiler einfach weg. Okay. Gut, dann nehmen wir das mal so. Ist nicht schön, aber selten. Stellen wir mal noch ein paar Signale auf. Wir brauchen aber hier mal zur Sicherheit noch was für einen Gleiswechsel. So, und hier haben wir dann auch ein Ausfahrsignal. Gut, dann müsste die Linie eigentlich soweit machbar sein. Die Frage ist halt, wollen wir uns hier noch ein drittes Gleis leisten? Das würde vielleicht an der Stelle durchaus Sinn machen. Sinn ergeben, ja, ich weiß. So, was haben wir hier? Achso, die Nebenaufgabe, na eben. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, überquert er den Ärmelkanal vor dir. Notfalls muss man halt was nachhelfen. Dann stimmen wir mal zu. Maschine zu einem Übungsflug aufgebrochen. Das Modell, mit dem er den Sprung über den Ärmelkanal wagen will, steht indessen unbewacht im Hangar. Eine gute Gelegenheit, um einige Modifikationen am Flugzeug der Konkurrenz vorzunehmen. Okay, wo? In Le Mans? Ach ne, hier hinten. Der hat hier einen Flugplatz mitten im Nichts. Ach so, wenn er am weitesten weg ist. Ja, aber wo ist er denn? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Latham fliegt nicht. Okay. Warum? Verstehe ich gerade nicht. Gut, wir müssen auf jeden Fall erstmal für die Bretter sorgen. Ja, das ist jetzt das Wichtigste. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen rumkonfigurieren. Das weg. Und dann setzen wir hier mal noch ein Gleis ran. So, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, denn das hier ist ja auch mit hier angebunden, also sollte das alles noch funktionieren. Ich geh mal an der Stelle hier, wo gehen wir denn rein? Ich würde sagen, auch hier vorne mit. Dann können wir nämlich hier das so ein bisschen als Wartegleis nutzen, halt nicht so. Andersrum. Du bist ein Ausfahrsignal, genau.
Denn wenn der eine hier steht, kann der ja theoretisch raus. Dann müsste der andere zwar hier warten, bis die Brücke überquert ist, aber das sollte kein Problem sein. So, dann brauchen wir noch eine Linie. Eine neue. Du fährst von hier. Paris 3 dürfte das sein. Die ganze Runde bis hier runter. Holst hier Bretter. So, teilst du dich ordentlich auf? Ja. Das sieht okay aus. Wie sieht's denn hier aus? Ja, ja. Also das macht er hier an der Stelle ordentlich. Ja, ja. Das haut soweit eigentlich hin. Dann bist du der Güterzug Bretter nach Paris. Und die LKWs nehmen das dann schon von allein mit. Das ist nicht das Problem, aber da könnte man tatsächlich mal noch den ein oder anderen LKW hinzufügen. So, gucken wir mal. Wir haben hier jetzt vier drauf, dann klonen wir die einfach. Und gehen in den Linienmanager und benennen die um auf Maschinen plus Holz zur Werkstatt. Gut, geklont haben wir jetzt. Das heißt, die Kapazitäten da dürften reichen. Hier brauchen wir jetzt noch einen Zug, da nehmen wir wieder die G3 mit entsprechenden Rungenwagen, damit wir Holz transportieren können. Wie viel brauchen wir denn? 20? Da hätten wir schon die Kapazität ja erreicht jetzt mit 5 Wagen. Dann kaufen wir den mal so. Und du gehst auf Bretter Paris. So, und jetzt muss ich mir das mit dem Latham nochmal angucken. Jetzt fliegt er doch aber. Der startet gerade. Müssen wir jetzt mal beobachten. Achso, ne, der landet gerade, hä? Da müssen wir mal schauen. Der muss so weit wie möglich weg sein, okay. Also müssen wir mal gucken, wann er eine Wendeschleife anfängt und dann auf Sabotieren klicken, vermutlich. Klappt das jetzt? Nee. Nicht so richtig. Und der fliegt hier nur Runden. Ach, ich kann ihn zurücksetzen. Alles klar. Ah. Okay, also bis ich die Bretter geliefert habe, muss ich das jetzt quasi immer wieder zurücksetzen, oder was? Das ist ja albern. Toll. Ja, jetzt ist wieder zurückgesetzt. Toll. So, wie sieht's denn aus hier? Unsere ersten Bretter kommen. Das sind schon 20, alles klar. Gut, das sollte dann problemlos von den LKWs mit weggeschippert werden. So, die geht auch aufs richtige Terminal hier. Hä? Bretter Paris? Ne, du sollst auf die 3 fahren. Wieso kannst denn du nicht auf die 3 fahren? In Paris, das verstehe ich jetzt nicht. Auf die 2 kannst du? Aber nicht auf die 3. Das verstehe ich nicht. Hier keine Weiche? Doch. Klar. Ach, ja, nee, ich sehe schon. Ich stehe direkt vor dem Problem. Okay, das kriegen wir geregelt. So. Jetzt kann die Linie aber auf die 3. Jawohl. Sehr schön. So war das gedacht.
Dann muss aber auch wieder ein Signal hin. Das habe ich jetzt, glaube ich, mit abgerissen, ja. Gut. So, nebenbei ein bisschen auf Nathan achten. So, du bist der Holzzug. Du kommst jetzt gleich rein. So, jetzt gucken wir mal, wann fliegt er denn wieder? Na, der landet gerade, das ist nicht gut. Gut, es dürfte jetzt aber nicht mehr lange dauern, bis die Bretter geliefert werden. So, dann heb du mal nochmal ab, Freundchen. Gut, wir können immer nur eins zurücksetzen, wie es aussieht. Und da warten wir immer noch auf freie Wege da oben. Naja gut, aber wir haben ja jetzt schon im Prinzip genug Bretter angeliefert. Ich hoffe nur, dass sie nicht unterwegs verschwinden. Wobei, dann sollte es spätestens mit der zweiten Runde erledigt sein. So, hier sabotieren wir jetzt wieder. Der wird nie fertig. Welch Farbe! Und wir haben genug Bretter. Damit der Maschine nicht auf halber Strecke der Saft ausgeht, solltest du jetzt noch Treibstoff auftreiben. Okay. Liefere 35 Treibstoff zur Veranstaltung nach Calais. Okay. Und wo genau wird hier jetzt Flugplatzanlieferung oder was? Ach, Calais. Hm, ja klar, nicht Dover, Calais. Nehmen wir einen Zug. Ganz klar. So, was ist denn eigentlich hier jetzt? Ah, müssen wir mal vorsichtig machen hier. Weil die Nebenaufgabe möchte ich schon mitnehmen. So grausam wie sie ist. So, hier haben wir einmal Bahnhof. Müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht schön rumkommen. Na, das ist so eine einwandfreie Strecke, oder? Und besser geht's doch gar nicht. So. Wie sieht's denn hier aus? Ist okay. Keine großen Sprungschanzen. Das nehmen wir jetzt erstmal so. Und stellen uns hier noch ein Terminal hin, weil mehr werden wir hier nicht brauchen. Und im Zweifel können wir es von Calais aus weiter verteilen. Das sollte nicht das Problem sein. So, zack, da ran. Wir brauchen aber auch noch ein, noch einmal ein Depot. Schließen wir hier einfach an. Und dann geht das los. So, eine Linie. Einmal von hier. Nach hier runter. Du bist die Güterzuglinie Treibstoff Calais. Oder? Ja. Bist du? Okay, dann können wir ins Depot.
Ja, nehmen wir wieder die G3. So, wir brauchen eine Kapazität von 35. Das sollte eigentlich klar gehen. Das kaufen wir so und schicken das auf die Treibstofflinie. Und sehen mal zu, dass wir jetzt noch mal eine Runde sabotieren hier, sobald er wieder abhebt. Das macht er gleich. So. Den Zug möchte ich aber mal im Bild haben, denn den will ich dann gleich rumdrehen. So, du fliegst jetzt, sabotieren. Gut, du drehst jetzt um und nimmst gleich mal den ersten Treibstoff mit. Oh, 15 Einheiten ist ja schon gar nicht so schlecht. Bei der zweiten Runde haben wir es dann geschafft. So, der fliegt wieder. Und zack. Noch eine Runde. Und 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 noch eine Runde. Ja, so, jetzt reicht's. Der erste Treibstoff müsste gleich ankommen. Und hier oben wartet auch jede Menge Treibstoff schon. Na, 35. Das wäre jetzt eigentlich unser Ziel. Ah, das ist gut so. Oh, jetzt können wir sabotieren. Die Frage ist, wie oft darf ich sabotieren, bis es von alleine auffliegt? Gute Frage. Okay, noch eine Runde. Oh, jetzt bin ich fast zu spät. Ja, wir müssen es ja gleich geschafft haben, also wir müssen ihm eigentlich zuvorkommen. Sollte nicht das große Problem sein, dann werden wir wahrscheinlich in Calais ein Flugzeug kaufen müssen und das hier rüber nach Dover schicken. So, wir holen jetzt auf jeden Fall die letzten Einheiten Treibstoff ab. So, wie sieht es hier aus? Der startet gerade wieder. Ah, einmal sabotieren bitte, danke. Der wird nie fertig. Müsste es hier in Calais nicht eigentlich einen Fährhafen geben, auch schon um 1906? Würde ich schon sagen. Müsste eigentlich. Oh ja. Oh Mann. Ist das mies. Gut, aber ich denke, jetzt können wir uns das mit der Sabotage erstmal klemmen. Denn wir bringen jetzt den letzten Treibstoff hierher und dann werden wir wahrscheinlich schon unser Flugzeug kaufen dürfen. Dass wir da mal ganz geschickt
über den Kanal schicken. So. So Stahlzüge, naja, machen aber nicht allzu viel Geld, genau, aber dafür macht hier der Rest richtig Kohle. Ach, ist deinem Konkurrenten widerfahren. Aus unerfindlichen.